Hi, willkommen zurück. Das Workout heute besteht aus 4 Blöcken. Die sind jeweils ungefähr 3 Minuten lang. Und die Pause zwischen diesen Blöcken besteht aus rund 30 Sekunden. Wenn wir alle Übungen einmal durch haben, gibt es eine Pause von einer Minute, also eine sogenannte Serienpause. Und das Ganze machen wir zweimal durch. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Lass uns anfangen. Wir beginnen wieder mit Squats. Noch 10 Sekunden. Beine kurz ausschütteln und wir gehen direkt in den Plank über. Auf die Ellbogen, Zehenspitzen und wir starten. Wenn du jetzt merkst, dass es für dich unangenehm ist oder wirklich noch zu hart, kannst du natürlich auch auf die Kniebeuge gehen, auf die Knie gehen und dich so abstützen. Das geht natürlich auch. Idealerweise kommst du so hoch. Hältst es zumindest mal für 10 oder 15 Sekunden. Jetzt gehen wir wieder in die Rückenlage. Heute sind die Sit-Ups an der Reihe. Unterschied zu den Crunches ist, wir kommen ganz hoch. Einen geraden Rücken. Wenn es dir hilft, kannst du hier auch die Füße ein bisschen zusammen machen und immer wieder mit den Händen Kontakt suchen. Dich quasi ein bisschen hochziehen. Kurze Pause und wir machen weiter mit seitlichen Ausfallschritten. Flaschensteine weg. Also wirklich. Bleib schön gerade dabei. Und eine kurze Pause. So, nicht ganz so beliebte Übung, aber genauso wichtig, Liegestütz. Die Ausgangsstellung, die Ellbogen nah am Körper haben, langsam absenken. Ist das auch zu hart für dich? Legst du die Knie ab und kommst so runter. Kurze Pause. Zwischen den Blöcken machen wir eine Pause von 30 Sekunden, damit du dich dort einfach schon mal ein bisschen erholen kannst und auch wirklich jede Übung einzeln korrekt ausführen kannst. Das ist ganz wichtig. Und wir machen weiter mit dem Bergsteiger. Ist es zu hart oder belastet dich zu sehr, machst du das einfach gehenderweise. Kurze Pause und es geht weiter mit Workouts. Einmal tief durchatmen, Arme hoch, fallen lassen, nach vorn gehen, in den Plank, zurück und wieder hoch.
Mach mal eine kurze Pause. Und wir gehen über zum Rudern. Auch die Übung sollte dir schon geläufig sein. Letzten 10. Und direkt weiter, wieder hoch. Und wir gehen über zu den Squats. Achte wieder drauf, der Rücken bleibt gerade. Und die Knie gehen nicht über die Zehenspitzen hinaus. Gut. Jetzt tun wir nochmal was für den Bauch und gehen über zum Bicycle Crunch. Ganz wichtige Übung. Rechter Ellbogen zum linken Knie und zurück. Wir machen das ganz langsam, weil es viel effektiver ist, als wenn wir das so tun. Also ganz langsam ausführen. Und absetzen. Kurze Blockpause von 30 Sekunden. Du kannst dich bereit machen für den Burpee. Okay, und auf geht's. Okay, kurze Pause. Diese Pause nutzt du, um dich in die Rückenlage zu begeben. Streckst die Beine aus, aber nicht zu lang, sondern hebst sie an und senkst sie langsam wieder ab. Hebst sie an und senkst sie ab. Mach die Bauchmuskulatur fest. Wunderbar. Du kannst direkt auf der Matte bleiben und wir machen weiter mit Stand-Ups. Die Bauchmuskulatur ist jetzt schon vorgewärmt und wir können direkt in die nächste Übung gehen. Sollte die Bauchmuskulatur dich schon ein bisschen im Stich lassen, hilfst du halt einfach mit den Händen nach und kommst dadurch viel leichter hoch. Auch wer eine besonders dicke Matte hat, fühlt sich damit leichter. Vielleicht schaffst du noch. Okay. Kurze Blockpause. Da wir dann liegend weitermachen, kannst du dich schon mal auf die Matte legen. Noch 3, 2, 1. Wir machen weiter mit dem Superman Pull.
Das heißt, wir ziehen die Arme aktiv nach hinten. Die Zehen lösen sich vom Boden. Das heißt, ihr habt wirklich eine Ausgangslage wie der Superman. Beim Zurückziehen schön darauf achten, dass du die Schulterblätter zusammenbringst. Stell dir vor, du würdest einen Bleistift zwischen ihnen einklemmen wollen. Letzten Sekunden laufen. Okay. Kurze Blockpause nochmal und dann geht's los in 2 Minuten. Oder 2x1 Minute Belastung, bei der wir 2 Übungen miteinander verbinden. Setz dich auf die Matte und mach dich bereit für Crab Toe und die Streckung. Also, Crab Toe, du erinnerst dich, und streck dich, heb dabei das Becken leicht an. Halbzeit hast du geschafft. Geh nochmal richtig lang. Und ein letztes Mal. Okay. Und jetzt geht's direkt weiter. Du kannst eigentlich auf der Matte bleiben. Bereitest dich vor auf den Stand-Up und den kombinierten Liegestütz. Auf geht's. Stand-Up. Liegestütz. Stand-Up. Und den Liegestütz. Stand-Up. Ist zu hart, kannst du einfach aufstehen und musst nicht springen. Und kannst natürlich auch hier in den vereinfachten Liegestütz auf den Knien gehen. Aber versuch die Minute wirklich durchzuziehen. Und ein letztes Mal. Jawohl. Wir gehen jetzt in die letzten 10 Sekunden der Pause. Mach dich langsam bereit. Wir beginnen wieder mit dem Squat. Beine schön weit auseinander und auf geht's. Letzten 5 Sekunden. Und direkt weiter in den Plank. Mach dich bereit und führe die Übung so aus, wie es für dich
derzeit gut passt. Die letzten 10 Sekunden. Und Wechsel der Übung. Wir machen weiter mit den Sit-Ups. Auch hier kannst du dir das wieder etwas vereinfachen, indem du quasi die Fußgelenke umfasst und den Rücken gerade ziehst. Oder du stellst die Beine einfach auf. Je weiter die Arme oben bleiben, umso schwieriger ist die Übung natürlich. Und kurze Pause. Es geht weiter mit dem seitlichen Ausfallschritt. Zieh richtig weit. Und denk immer daran, dass du natürlich mit all diesen Übungen dich auf die kommenden Programme vorbereitest. Also die Programme bauen schon aufeinander auf. Okay. Und weiter geht's mit dem Liegestütz. Achte wieder darauf, dass die Ellbogen möglichst nah am Körper bleiben. Und Pause, Lockpause. Es geht dann weiter mit dem Mountain Climber. Noch 3, 2, 1 und auf geht's. Auch hier kannst du natürlich wieder auf die gehende Variante wechseln. Es ist genauso effektiv. Pause. Weiter geht's mit Walkouts. Arme strecken, mach dich lang. Komm runter und lass dich in den Plank fallen. Geh wieder zurück. Okay, dann kannst du dich auf die Matte setzen. Es geht weiter mit dem Rudern. Füße anziehen und los geht's. Letzten Sekunden. Okay. Und absetzen. Wieder hinstellen. Und direkt weitermachen mit Squats.
Hier kannst du mittlerweile schon richtig etwas Ruhe finden. Mach's ja auch wirklich, wie es in deine Geschwindigkeit passt. Wieder auf die Matte und der Bauchmuskel wieder beansprucht mit dem Bicycle Crunch. Erinnere dich, wir führen die Übung langsam aus. Rechter Ellbogen zum linken Knie und umgekehrt. Kurze Blockpause, 30 Sekunden. Noch 5. Und es geht weiter mit Burpees. Also, auf geht's. Noch einen. Okay, und Pause. Wieder in die Rückenlage. Beine ausstrecken. Und wir machen nochmal was für den Bauch, ganz aktiv. Und heben und senken die Beine. Heben und senken. Die Lendenwirbelsäule drücken wir fest, wieder in den Boden. Zur Unterstützung könnt ihr eure Hände ein klein bisschen unter den Po legen. Und ganz minimal. Und einen letzten. Und Pause. Weiter geht's mit dem Stand-up. Auf geht's. Nochmal durchbeißen. Letzten 10 Sekunden. Und den letzten. Jawohl. Ganz kurze Pause. Auf die, in die Rücken, in die Bauchlage. Ganz durcheinander. Arme strecken. Und weiter mit dem Superman-Pull. Blickrichtung zum Boden. Versuch deinen Atem zu beruhigen. Kurze Pause. Eigentlich nur zum Positionswechsel. Crab Toe. Auf geht's. Letzten 10 Sekunden. Komm, danach wartet schon die Blockpause. Okay.
Bleib direkt in der Position. Falls du dich erinnerst, es geht weiter mit Crab-Toe und der Streckung. Zweimal eine Minute, es wird nochmal hart, aber dann ist es auch geschafft und du kannst dich auf das Cooldown freuen. Auf geht's! Halbzeit. Die letzten 10. Und direkt vorbereiten für die nächste Übung. Stand-up und Liegestütz im Wechsel, die letzte für heute. Gib nochmal alles. Komm, auf geht's. Komm, zieh's durch. Hälfte ist geschafft. Komm, einen schaffen wir noch. Auf geht's, hopp. Und vielleicht sogar noch einen letzten. Jawohl. Also ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich fand es richtig gut, aber auch richtig hart. Und ja, freue mich jetzt auf ein, zwei Tage Erholung, um dann ins nächste Programm zu starten.